Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte kompakt. Ein Thema, 5 Minuten. Heute mit der bosnischen Annexionskrise des Jahres 1908. Die bosnische Annexionskrise im Jahr 1908 war in erster Linie ein Konflikt zwischen dem großen Österreich-Ungarn, einer Großmacht in dieser Zeit, und dem kleinen Balkanstaat Serbien. Diese Krise kam zustande aufgrund eines kleinen Landes, einer kleinen Landmasse, wenn man so möchte, die zwischen Serbien und dem großen Österreich-Ungarn lag, nämlich Bosnien. Bosnien war damals eine Region, die zu diesem Zeitpunkt im Jahr 1908 zu Österreich-Ungarn gehörte. Dieses Land wurde faktisch seit 1878 schon von Österreich-Ungarn besetzt gehalten und verwaltet, also da waren Besatzungstruppen der Österreicher. Allerdings wurde dieses Gebiet erst 1908 tatsächlich durch Österreich annektiert. Vorher gehörte es offiziell zumindest noch zu dem großen Osmanischen Reich, einer anderen Großmacht dieser Zeit. Doch als im Jahr 1908, bedingt durch eine innere Schwäche des Osmanischen Reiches, die Österreicher hier ihre Chance ergriffen und dieses kleine Land endlich annektierten, erregte das besonderen Ärger bei dem benachbarten serbischen Nationalstaat. Denn die Serben hatten auch ein Interesse an dieser kleinen Landmasse zwischen ihnen und den Österreichern, denn diese Landmasse hatte eine relativ große serbische Bevölkerung. Denn in Bosnien lebten sehr verschiedene ethnische Gruppen nebeneinander. Dort gab es zum einen Kroaten, dann bosnische Serben und wiederum auch Muslime. Und diese Gruppen lebten mal mehr, mal weniger friedlich nebeneinander. Und den Serben ging es hier darum, diese Landmasse in ihren Nationalstaat zu integrieren. Insbesondere um die bosnischen Serben ging es ihnen. Denn die Serben standen auf dem Standpunkt, überall dort, wo Serben sind, da soll auch Serbien sein. Dieses großserbische Reich, so die Vision der damaligen Zeit, was die Serben hatten, sollte eben erweitert werden, sollte zustande kommen, indem man eben alle Gebiete möglichst in das eigene Staatsgebiet integriert, in denen Serben leben. Und das traf auf Bosnien zu. Doch bevor die Bosnier sich diese Krise der Osmanen selbst zunutze machen konnten und dieses Gebiet annektieren konnten, waren ihnen die Österreicher eben 1908 zuvorgekommen. Sie hatten dieses Gebiet annektiert und damit vollendete Tatsachen geschaffen. Und das regte bei den Serben enormen Zorn. Die Zeichen in dieser Zeit standen hier, könnte man sagen, ein Stück weit schon auf Krieg. Doch tatsächlich waren hier zwei sehr unterschiedliche Konkurrenten. Auf der einen Seite hatte man das riesige Österreich-Ungarn, eine Großmacht in dieser Zeit, die in einer Liga mit Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Russland und anderen Großmächten spielte. Und auf der anderen Seite hatte man Serbien, einen winzigen Staat auf dem Balkan, und dieses Serbien legte sich jetzt hier plötzlich mit den Österreichern an. Doch natürlich konnten die Serben einen großen Staat wie Österreich nicht zu einem Krieg herausfordern, denn das wäre natürlich komplett in die Hose gegangen. Also brauchten die Serben für einen Krieg gegen die Österreicher, wenn sie es denn drauf anlegen wollten, wegen Bosnien, Verbündete. Und dieser Verbündete war seit jeher Russland, denn Russland war die erklärte Schutzmacht der Serben. Doch im Jahre 1908 hatten die Russen überhaupt kein Interesse daran, mit den Österreichern in irgendeinen Krieg einzutreten. Natürlich hatte man miteinander immer mal wieder Ärger in der Balkanregion, aber wegen dem kleinen Bosnien hatte man nun wirklich kein Interesse, einen großen europäischen Krieg zu entfachen. Doch tatsächlich sollten diese Voraussetzungen eben schon zeigen, worum es Jahre später dann im Ersten Weltkrieg gehen sollte, wo nämlich Österreich und Serbien erneut aufeinanderprallen sollten und den Ersten Weltkrieg auslösen sollten. Doch 1908 war zwar schon ein Krieg im Kommen, doch die Supermächte, die Großmächte und die Verbündeten dieser zwei Länder, Österreich und Serbien, kniffen, wollten noch keinen Krieg haben, und so konnte diese Krise letztlich vorübergehen. Die Österreicher blieben auf Bosnien sitzen und damit hatte sich die Sache erledigt. Tatsächlich sollte aber Bosnien bis 1914 weiterhin ein Unruheherd bleiben. Die bosnischen Serben wollten viel lieber eben sich dem serbischen Nationalstaat einverleibt wissen, und überhaupt war Bosnien eine wirtschaftlich schwache Region, wo die Österreicher viel Geld reinpumpen mussten. Auch waren da ständig Unruhen, weswegen man da Besatzungstruppen brauchte und so weiter. Das war also eine sehr angespannte Situation und die sollte sich dann 1914 entladen, denn zu diesem Zeitpunkt hatte sich Serbien, bedingt durch die Balkankriege, zu einer Regionalmacht entwickelt, die nun bereit war, es dann doch mit den Österreichern aufzunehmen. So viel erstmal bis hierhin zu diesem kleinen Überblick über die bosnische Annexionskrise im Jahr 1908 und worum es hierbei ging. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst doch einfach einen Daumen hoch und abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr auch keins meiner Videos. Ansonsten bis zum nächsten Mal, macht's gut!